So, okay. Ein Level? Was auch immer. Okidoki. Das war falsch. Komm jetzt hier. Mach. Ja. Hallo? Hätte mich doch. So, jetzt können wir nämlich mal zwei abschießen. Wow. Und das ist halt immer auch das, was ich meinte. Weil ich will halt immer so, ich sammle die Dinger halt möglichst gerne. Weil umso mehr man sammelt, umso mehr Feuerbälle kann man gleichzeitig verschießen. Jetzt können wir nur mit zwei. Das Problem ist, sobald man einmal von zum Gegner getroffen wird und man diesen Status verliert, verliert man ihn komplett. Heißt also, wenn man dann wieder eine Feuerblume sammelt, kann man wieder nur einen Feuerball schießen. Und das ist natürlich besonders tragisch, wenn man jetzt gerade schon richtig 10 Feuerbälle mit einmal verschießen kann, dann kommt auf einmal gar nichts mehr. Und dementsprechend spiele ich halt immer extrem vorsichtig, sodass ich doch ja nicht verliere. Fuck, dann wär's egal. Oh. Ja, diese Glocke heißt praktisch das Speichern wieder unser Dings. Jetzt können wir schon drei verschießen. Oh, nee, sogar vier. Und nächste Level durch. Gott, die ersten Levels gehen ja wirklich ratzfatz durch, Alter. Hatte ich gar nicht so kurz in Erinnerung. Also, dass das Tutorial-Level so kurz war, das weiß ich noch, aber ist ja alles ultra kurz. Na gut. Später werden die Levels noch etwas länger. In dem Sinne, schauen wir vor.